Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben unsere Ziele erreicht aus der Sicht des Freistaats Bayern und der CSU. Und Steuerrecht ist ein kompliziertes Recht und deshalb haben wir einige Zeit gebraucht. Und es waren einige Dinge, wo es mehr um die Anwendung des Erbschaftssteuerrechts geht. Die Grundstruktur, dass wir keine Steuererhöhung wollen und dass wir insbesondere unsere mittelständischen Firmen, unsere Familienfirmen, wenn sie die Arbeitsplätze erhalten, schützen, die ist ja uneingeschränkt erhalten geblieben. Es ist wichtig, dass wir jetzt ein Erbschaftssteuerrecht bekommen, das im Falle der Erbschaft die Fortführung der Arbeitsplätze und der Unternehmen gewährleistet. Diese Eitelkeiten, den Halbsatz hat die SPD gemacht, den Halbsatz hat die Union gemacht. Ich glaube, das ist für die Öffentlichkeit nicht wirklich interessant. Ein Routinegespräch, wie wir es seit langen, langen Zeiten immer wieder führen, am Vortag des Bundesrates, dass sich verschiedene Politikerinnen und Politiker von CDU und CSU treffen, weil da ohnehin dann alle in Berlin sind. Und das ist Routine, das hat überhaupt keine Besonderheit. Man wundert sich immer, welche Zusammenkünfte, die ganz normal sind, zu einem besonderen Treffen hochstilisiert werden. Von uns geht es sicher nicht aus. Es gibt ja Fülle von Themen, die wir in der Koalition weiter betreiben müssen, von der Lohngleichheit, von der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern, bis hin jetzt auch zur Verabschiedung der Erbschaftssteuer im Bundestag und im Bundesrat. Und es gibt auch Dinge, die zwischen CDU und CSU gerade bearbeitet werden, aber heute nicht entscheidungsreif sind. Wir werden auch darüber reden, welche Themen wir in den nächsten Wochen und Monaten vorantreiben. Wir sind ja jetzt nicht in einer Situation, dass Stillstand in der Politik herrscht, sondern wir wollen dieses Land weiter erneuern, reformieren und die Dinge voranbringen. Also ganz normal, Routine.